Überleben, scheiße. Chloe. Ja, bitte. Wir sind doch Freunde. Nee. Ich kenne jetzt eine Person, die Chloe so richtig leiden lassen wird. Da wird sie jeden Fünkchen Sadismus hervorkramen. Was? Ist ja wirklich. Nein. Ist ja nicht in Ordnung. Chloe und ich, wir sind ja Best Buddies. Wir haben uns ja lieb und wir werden heiraten irgendwann. Deshalb ist sie auch ganz nett zu mir. Soll ich mal was Lustiges erzählen? Du willst mich wirklich heiraten? Ich kenne die Person auch, die dich leiden lassen will. Na, wenigstens habt ihr eine Gemeinsamkeit. Chloe, das bin ich. Geh zu Ilya. Der ist in der richtigen Chloe. Richtung. Du bist da richtig gelaufen, wirklich. Chloe, das bin ich. Hallo. Nein, nein, nein. Da, guck. Wo ist die hier? Hier. Vor allem hört die sich gerade an wie so eine Spielzeugkettensäge. Ah, Hauptsache von Bosch. Die tun was. Ah ne, das war Das ist, wer war das? Bell Ford, die tun was. Ach, Ford, ja. Aha. Er fuhr fort. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ups. Oh, ihr seid echt witzig, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Spinn doch alle. Lasst euch doch wie bum bum bum. Bum bum. Jolly bum 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 bum. Bum 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 macht sie glücklich. Vom weißen Hai nachgemacht. Ernsthaft? Was, der weiße Hai hat dich genagelt? Hat sich. Ah, ich kann mir noch die neue Stellung der weiße Hai. Das erste Mal, wo ich den weißen Hai gesehen habe mit bum 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 bum. Vor allem den weißen Wasser kam. Das fandest du dann erotisierend, oder? Auf jeden Fall. Ah! Geh weg! Das kann doch nicht sein! Oh Mann, wieso bist du das? Na? Geh weg. Nein. Na? Nein, zieh mich nicht runter! Meine Unterhose sitzt schief! Ich hab gehört, wir haben ein Date. Wir haben überhaupt... du bist hässlich, geh weg! Obwohl, auf dem zweiten Blick geht's eigentlich. Oh, du wickelst aber ganz schön hier. Willst du nicht mehr? Das dauert noch ewig, bis ich gewickelt habe. Komm, du darfst jetzt auch mal was Spitzes werken. Oh. Ach Gott, passt schon. Eigen, was machst du denn da? Ist doch nicht wahr. Oh. Oh, warte, lass mich mal angucken. Oh, du blutest. Ja, ach, das ist eine kleine Fleischwunde, das passt schon. Da hat mir jemand seine Tage, was? Bleibt alle weg, ich opfere mich. Ich opfere mich, Leute, ich opfere mich. Ach, die helfen mir eh nicht, die helfen mir, ist keine Schwein da. Könnt ihr jetzt nochmal so einen Schlag mit meinem Hammer verpassen? Na. Aber das mache ich nicht. Oh. Nee, das wäre ganz schön asozial. Hm? Doch, das habe ich drauf, also. Wäre ganz schön asozial sowas. Ja, das wäre echt asozial. Ganz früh. Ah, schau, jetzt machen sie die Generatoren an, das ist ja schön. Und du bist schon wieder unten? Nee, noch nicht. Ah ja, bald. Irgendwann. Wer ist unten? Jemand. Niemand wart kommt. Warte mal ein bisschen, wenn du es dir nicht mit allen versaut hast. Vielleicht hilft dir einer. Oh, guck. Siehst du? Da ist jemand unbelehrbar. Nein? Na, die Kratte. Ich bin jetzt irgendwo im Nirvana. Bei mir war ich gerade festgebackt. Ach ja. Danke, danke für diese Hilfe. Mhm. In der nächsten Runde. Rettungslama. Aber ja. Ja, so ist das Leben als Killer. Nicht einfach. Undankbar. Das ja, wirklich. Ach Leute. Ich glaube, Chloe braucht eine Brille. Saltet? Wieso bin ich an dir vorbeigelaufen? Nein. Kann man sich eigentlich auch selber auf so einen Haken hängen? Einfach so. Ja, ist besorgt um dich. Mhm. Ja, so als Ablenkungsmanöver, ne? Nee, ich stehe auf Frauenbrille. Ja, geh weg! Nein, mach halt auf! Guten Tag. Das ist ein Funfact. Ich stehe tatsächlich auf Frauenbrille. Wen haben wir denn jetzt hier wieder? Mit Klobrille oder? Lama Chloe. Die mit Klobrille. Nein, nicht. Die mit Klobrille sind für Ilya Wald bestimmt. Ja. Oh, geil. Da kann er sich austoben mit all seinen dreckigen Fetischen. Hast du irgendwie nichts zu tun? Wieso haust du mir jetzt? Ups, hab ich habe hier keine Ahnung, was ich hier mache. Ich laufe hier einfach nur orientierungslos rum. Ah? So. Oh, du hast gewickelt. Nein, hör auf jetzt. Aha. Lass mich. Wir haben gewickelt. Lass mich einfach frei. Wir können alles bereden.
Ich überlege mir das nochmal. Ich meine, wir können alles berühren. Ich kann dir verraten, wo alle sind. Ich kann dir das alles verraten. Was du willst. Ich überschreibe dir mein Haus in Malibu Beach. Oh. Du hast doch gar kein Haus in Malibu Beach. Ach ja. Doch so ein Pappkarton. Du hast noch nicht mal einen Waschbärenbau, der was taugt. Ich war schon echt versucht, in den Schrank zu steigen, aber ich weiß nicht, ob das so eine valide Strategie ist, Chloe, weißt du? Hab ich dich jetzt echt verloren? Ach da. Ich wollte gerade sagen, geh weg. Nein, ich krieg nicht rum. Du wirst mich niemals kriegen. Nee? Man nennt mich auch den Speedy Gonzales der Schnecken. What the fuck? Nein, du findest mich nicht. Oh. Ich verschmelze quasi mit der Umgebung. Na, krieg du mal noch Hilft wahrscheinlich eh gleich wieder hier, Mann. Nein! Keine Sau da! Noch nicht. Chloe, komm! Ich sag dir, wo Eliawald ist! Ich sag dir, wo Eliawald ist! Als ob ich mich einen Meter bewegt hätte! Mit gebrochenen Beinen. Oh! Die zwingen mir aber alle in den Nippel, ey! Mist. Was zwickelt so? Ah, der steht ja schon wieder. Haha, that's what she said. Nur habe ich irgendwie die Vermutung, dass das irgendwie falsch ist. Ihr seid so perverse Schweine, wisst ihr das? Ja, vor allem wir. Ja, eben, also wirklich. Ja, muss ich ja jetzt nicht jeder von den Kerlen angesprochen also fühlen. Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Ich auch nicht. Also, ihr Männer. Ja, du fühlst dich sowieso nicht angesprochen. Das war mir auch klar. Ach Leute, ach, ist doch langweilig. Oh. Wie ist langweilig? Du hast mich schon 10-mal abgemetzgert. Ich bin jetzt eine wandelnde Wunde, bin ich. Und Nippel geswickt haben, wurde mir auch. Blutest du? Nein. Nein? Huch. Geil. Aber jetzt blutet jemand anders, habe ich das Gefühl. Was? Nö. Überhaupt gar nicht will. Alles vollkommen mit Ordnung hier. Tja, ne? Oh, hier ist schon ein Generator an. Mensch. Dass ihr alles geschafft habt. Ich sitze hier die ganze Zeit im Schrank. Sage und schreibe einen Generator anzumachen. Und das war übrigens ich. Du hast uns auch noch verspottet, ey. Deswegen bleibt es auch hier wohl bei. Ey, sag doch nicht sowas Böses. Wirklich, Chloe? Ja. Ja, auf uns zu verspotten. Aber wirklich. Mist, ich hätte Eugen kalt machen sollen. Nein. Doch. Nein. Eugen ist ein lieber Waschbär. Sowas von lieb. Lecken mir am Arsch, bin ich lieb. Ich höre da was. Du hörst sicherlich nichts. Lauf ich denn wieder her? Tut mir leid, ich hab gefurzt. Ich hab's noch gesehen. Was zum... Idiot. Wer war das? Ein bisschen besser gucken. Weißt du, Chloe? Wer war das? Entschuldigung. Du wolltest nur Punkte abstammen. Ach so, es gibt ja gar keine Punkte. Oh, fuck. Ich hab ja noch nicht mal was gemacht, gell? Trotzdem guckt er weg. Lässt du mich wohl in Ruhe jetzt? Das war nicht ich. Gibt's kannst du jemand anders mal verfolgen? Meinst du, wieso verfolgst du eigentlich immer mich? Hab ich dir irgendwas gemacht? Ich hab eben jemand anders verfolgt und dann kamst du. Und dann kam Holly. Ja, jetzt auf. Was denn? Was ist das eigentlich für eine Kack-Map? Immer wenn ich spiele, sind überall Fenster und alles mögliche und hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Ich glaube, du bist dann höchstens im falschen Teil, lieber Elia. Ups, ich wollte mal meine Kräfte spielen lassen. Ach, da ist er ja noch nicht drin. Du hast doch gar keine Kräfte. Ach, guck mal einen an. Hallo. Lass mich weg. Oh, tja, jetzt krieg ich in die Freiheit. Jetzt krieg ich in die Freiheit. Ach, sind die Tore schon offen? Nee, so gut waren wir doch noch nicht, oder? Ah! Ja, zwei Generatoren brauchen wir noch. Wenn ich jetzt wüsste, wo die wären, ne? Lässt du mich mal runter? Nee, es tut mir echt leid, aber ich... Ich hab noch was zu tun.
Ich muss dich jetzt echt aufhängen und umbringen, weil... Oh, da spielt jemand ein Generator rum. Nein, da spielt jemand an seinem Penis rum. Das ist doch ein Generator. Wie weil? Ein Freudengenerator. Oh nein, mein Bauch wurde penetriert. Was für ein Ding? Die hat aber auch mich. Die haben ja ganz schön auf den Kicker gehabt. Oh, du bist so tot. Du warst ja jetzt sehr schnell tot. Ja, ich war ja schon mal gehangen. Und dann klettert er aus dem Fenster, gell? Ja. Kann ich ja total haben hier. Lauf denn in Richtung Norden. Warte mal, der packt gleich Kompass. Oh. Das muss doch gehen. Bitte? Du, Chloe? Ja. Nein, das willst du nicht. Komm, Chloe, hör auf mit dem Quatsch, das willst du gar nicht. Du willst Liebe mit mir machen. Komm, wir wollen Liebe mit dir machen. Löffeln. Wir wollen uns löffeln. Was? Wollen wir nicht. Komm schon, hör auf, lass uns löffeln. Sie wollte wohl doch lieber. Ich bin da voll gut drin. Ich habe einen ganz tollen großen Löffel. Das ist eine Suppenkelle. Ja, das ist förmlich die Suppenkelle. Oh, wickel doch nicht so. Ich laufe schon vor die Wände hier. Ich nenne ihn auch Karl den Großen. Lass mich weg. Doch, aber natürlich. Karl der Große, du wisst es auch. Komm schon. Aber so ein bisschen Action. Ding habe ich höchstens mit Prinzessin Sophia. So wird das nichts mit Karl dem Großen. Nein. Der Große wurde nicht gefragt. Tut mir jetzt aber leid. Oh. Ach, wo bist du denn schon wieder hin hier? Ich weiß es auch nicht. Chloe, ich habe keinen Orientierungssinn. Die Chloe kann das einfach nicht. Du kannst nicht arbeiten. Ich verärgere sie nur ein bisschen. Ich verärgere sie jetzt noch ein bisschen. Schau, sogar die Toten verspotten dich. Du stinkst. Gut, dass es bei dem Spiel keine Quicktime-Events gibt, ne? Voll gut. Dieses verfickte Furzpiano, Mann. Lass mein Furzpiano in Ruhe. Das ist eine Investition, die sich gelohnt hat. Mhm. Ja. Nein! Chloe ist aber auch sehr gut im Suchen, muss man sagen. Der Killer? Nein, gut. Hast du gerade gefragt, wo die Keller ist oder wo die Kelle ist? Du hast. Nee, schon, wo der Killer ist. Geh wieder zurück. Weil ich dachte, ich dachte, du wolltest auch die Kelle. Kennst du nicht? Nein, ich bin noch nur auf Urlaub hier. Ach, da fummelt schon wieder jemand am Generator rum, ja? Gar nicht. Oh Mann. So, wen haben wir denn noch? Guck mal, wie sie alle rumhumpeln. Ist das süß. Oh Mann, ey. Wieso musst du die... Du bist echt so der Vollhorst, ey. Bitte? Was? Nein. Dich liebe ich. Ich hab nie was Böses über dich gesagt. Denk an die Kelle. Stimmt, denk an die Kelle. Du bist... Ne? Das macht man so nicht. Es gibt manche Leute... Weißt du, es gibt manche Leute, die laufen nicht mit im Kreis. Voll gemein. Nur so als kleinen Tipp und so. Wiggle! Wiggle! Vielmals. Das ist eine total gute Idee im Moment. Tatsache, ja. Versteckt sie überhaupt nicht hinter der Wand, die Chloe. Voll unauffällig. Man nennt sie auch die unauffällige Chloe. Na, sowas. Die unauffällige. Ja. Na? Na? Geht ihr weg, geht ihr weg. Ihr wartet. Gehst du? Lasst ihn. Ihr werdet nur sterben. Gehst Lasst du ihn. Helft ihm nicht! Nee, helft ihm nicht! Runter. Wie war das? Nein! Was macht ihr denn? Nein, Mama. Chloe! Deine Gutherzigkeit kotzt mich an! So, jetzt brauche ich nur einen anständigen Hasen für dich. Du und deine Menschen. Schau, jetzt kann ich's. Ja.
Chloe, wann wolltest du mich nochmal besuchen kommen? Bitte? Ja. Du weißt doch, die Suppenkelle und der Haken und so. Raus, raus mit euch. Da hat's eine Warte, den Haken kriegt man noch kaum. Nein! Ich hätt's fast geschafft, Mann! Eben, fast. So, jetzt Ausgang. Oh. Es gibt zwei 50-50 Chance, würde ich sagen. Ich weiß. Hat es eigentlich schon mal jemals jemand geschafft, sich selbst zu befreien? Ja. Ja, aber es macht Schaden, aber du hast keine Wahl von daher. Ach, okay. Oh, die ist gleich hinter dir. Sucker. Nein. Oh nein! Ach, nein! Die Chloe. Lamerchen. Nein! Chloe. Ja, Kuro, hier gibt's nur. So wird's aber nie Liebe für dich geben. Nie wird es so Liebe für dich geben. Nie. Die Chloe trägt gerade das Lama. Und du willst Lama-Liebe. Lamas haben flinke Zungen. Du willst flinke Zungen. Ich habe auch ganz schön rau die Zunge. Komm schon, Ken. Na. Ich hab... Die wartet eh da, also hau ab. Flüchte. Rettet mich! Das Lama kann nicht gerettet werden. Das Lama gerettet werden. Nein! Die Chloe wartet daneben. Das Lama ist tot. Das ist ein Opferlamm. Versuch es nicht. Opfer. Ja, wenn ihr das Ciao, sagst, Lama. Ist schon logisch. Also, tschüss. Ich würde noch warten und ein bisschen die Chloe verspotten. Lass doch. Nein, wart bloß nicht. Sie kommt dann und zersägt dich. Hau ab. Komm doch. Hör, wie schön ich abgelenkt habe. Na, ich verschwinde. Yeah. Ach, schade. Es war so. Es hat nicht mehr viel gefehlt. Hat nicht mehr viel gefehlt. That's what she said. Und das Witzige ist, ich hätte es wahrscheinlich sogar hingekriegt, wenn ich euch nicht dauernd vom Haken gelassen hätte. Du bist halt wirklich, du widerst mich an mit deinem Vorlieben hier. Wirklich ganz furchtbar mit dir. Du spielst mit deinen Opfern, anstatt sie einfach aufzuhängen, so wie ich. Du doch nicht. Widert mich an. So, meine kleinen Schnicksels, ich mache eine Pullerpause. Ich mache Zigarettenpause. Ich glaube, ich mache generell eine Pause. Nein! Oder mach Schluss. Nein! Aber ich muss doch. Das Sandmännchen kommt. Das Sandmännchen kommt später. Nein. Das macht noch Überstunden. Das muss sich um ganz viele Menschen kümmern. Ja, also, ich wäre leider wenn, der Letzte. Eugen, du willst mir nicht erzählen, dass du um 9 ins Bett gehst? Natürlich, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Du bist ja nicht in meinem Alter. Aber wir können euch ja mal einen Ersatz besorgen. Bitte? Private Antworten, Fachinformatiker. Aber...